Dr. Wells? Dr. Wells? Ich arbeite für Dr. Wells mittlerweile seit 10 Jahren und ich bin zuständig für die Leistungsfähigkeitstests bei Kleinsäugern. Er arbeitet da an seiner Forschung und tippt alles rein, was er herausgefunden hat, über die Zukunft der Welt und über seine Zeitmaschine. 65 Millionen Jahre. Das Ende der Kreidezeit. In Kottingbrunn lebt ein Dinosaurier. Spinosaurus, Tyrannosaurus Rex, Brachiosaurus, menschliche Spuren aus der Zukunft. Sehen mal, ob vielleicht ist Mr. Wells da? Mr. Wells? Mr. Wells? Sind Sie da? Wir suchen Sie. Wir müssen ins Mittelalter. Unbeaufsichtigtes T-Rex-Baby. Dr. Wells nicht hier? Ich glaube, wir sollten so schnell wie möglich ins Mittelalter! Haltet inne! Mein Name ist Johanna von Orleo. Und denkt nicht, dass ihr einen leichten Gegner vor euch habt. Eine Frau weiß für sich und ihre Ideale zu kämpfen. Linker Haken. Rechter Haken. Links, rechts, links. Beweist euren Mut. Jetzt kommt auf den Übungsplatz. Wer traut sich? Oh. Was wollen Sie hier? Sie wollen Wells finden. Okay. Wells, Wells, Wells. Ich kann euch zu Wells bringen. Ich habe einen Cousin, der Jack Sparrow heißt. Haben Sie von ihm gehört? Er ist ein Depp. Pirat ist ein schwieriger Job. Es ist physisch, psychisch belastend, mit viel Stress verbunden. Wenn ihr rausfindet, unter welchem Hütchen dieses Goldstück sich befindet, bringe ich euch zu Wells. Seid ihr bereit? Dr. Wells! Wo zum Geier waren Sie? Ah. Hallo, junge Zeitreisende. So schaut's aus in der Zukunft, wenn wir nichts ändern. Alles grau, keine Bäume mehr. Ja. Pole sind geschmolzen, ein großes Schlamassel. Wir könnten ja zurückreisen in die Gegenwart und da etwas anders machen. Dann starten wir die Zeitmaschine. Zeitputter. 1, 2, 3, Zitat. Vorwärts, zurück in die Zeit. Zurück in die Gegenwart.